Hallo. Grüße. Neue zwei Wochen internationale und nationale Nachrichten und ein neuer Überblick. Oh ja, und was haben wir alles heute im Gepäck? Wirklich eine ganze Menge. Ist echt viel passiert diesmal. Auf jeden Fall, wir sind zwar noch ein bisschen durch irgendwie vom Leben und vom 8. März, aber war echt viel los bei uns, aber wir liefern heute wieder richtig ab. Das unterscheidet uns auch von der Tagesschau, ne? Dass wir vorher nochmal unsere Befindlichkeiten, die Neuigkeiten über unsere Befindlichkeiten klären. Fände ich aber auch super. Es wäre schön, wenn bei der Tagesschau das auch mal gemacht wird. Mhm. Was soll ja auch Gundula Gause? Wie geht's dir gerade so? Ganz okay. Okay, ich würde sagen, heute wird nicht viel rumlamentiert, heute wird nicht lange abgewartet. Wir starten direkt durch mit den heißen News. Und da sind wir. Sind wir. Muss man ein bisschen herumrücken. So, ich zu dir. Du kannst noch ein Stück zu mir diesmal. Und oh, was ist mit unserem zweiten Bildschirm los? Mal kurz, ups, das ist falsch. Oh oh. Da ist er doch. Gab's so, jetzt die geheimen Insights, wie über Tage funktioniert. Und starten wir mit der Schweiz. Es ist ja im Prinzip gar nicht so richtig international. Ne? Wir sprechen immer davon, Schweiz eigentlich ja Deutschland. Aber genau genommen, wenn man es jetzt nach den aktuellen Grenzen sieht, dann ist es natürlich international. Ich meine, die sind ja noch nicht mal als EU, ne? Auch was man schnell wieder vergisst. Was ist passiert? Ja, es ist, finde ich, wirklich spannend und zwar auch aus dem Grund, weil wir uns zuletzt mal drüber unterhalten hatten, nämlich über dieses Thema Volksabstimmung, weil es ja was wir auch immer mal wieder gefragt werden und weil ich auch noch bei 99:1 eine aktuelle Diskussion drüber gehört hatte, wo sie nämlich auch über Volksabstimmung gesprochen haben, und zwar über den Fakt, dass bei Volksabstimmungen, wie man es aus der Schweiz kennt, nie soziale Themen verhandelt werden, sondern es immer um so Fragen wie beispielsweise Migration, dieses berühmte mit den Minaretten, kleinere Sachen oder auch so Sachen zum Verteidigungshaushalt oder so. Und jetzt ist das ja wirklich durch alle Medien gegangen. Es geht jetzt um eine Rentenerhöhung, also um die Einführung von der 13. Monatsrente, wie man das auch beim 13. Gehalt kennt, ja, in der Schweiz. Und das ist wirklich eine super interessante Sache, weil es wirklich so auch, glaube ich, international gesehen etwas ist, was wirklich sehr, sehr selten passiert. Und was wir euch, liebe Zuhörenden aus der Schweiz, die euren zahlreich verfolgt, ja auch sehr interessieren dürfte. Ja, also da fände ich das tatsächlich auch spannend. Ich meine, wir diskutieren ja meistens hier in dem Format mit dem Chat wenig, aber schreibt gerne auch da rein, was ihr dazu denkt. Ja, und wer würde dagegen stimmen, Sadi? Also so wie ich das mitbekommen hatte, ist es so, dass die SVP, die Schweizer Volkspartei, schon gesagt hatte, dass sie eben gegen das Votum sind. Es wurde auch so eine Kampagne gestartet. Ich meine, es ist sogar auch, dass man im Spiegel-Artikel das auch nochmal nachlesen kann, dass eine Kampagne über mehrere Millionen Euro gestartet wurde von wirtschaftsfreundlichen und wirtschaftsliberalen Verbänden, Arbeitgeberverbänden, die eben dann ja eine Kampagne gegen diese Rentenreform gemacht haben. Aber es ist wohl auch so, und das sieht man ja auch so ein bisschen daran, dass es überhaupt durchgegangen ist, dass auch an der Basis von Rechten oder Konservativen Parteien trotzdem dafür gestimmt wurde, und da gab es wohl auch schon so Verlautbarungen, dass die Leute eigentlich trotzdem das natürlich für eine gute Sache halten, und das liegt natürlich auch daran, dass ja, es mit den Lebenserhaltungskosten, mit den Mieten in der Schweiz immer weiter hochgeht, aber eben an den Renten nichts gemacht wurde, und das soll das jetzt eben beheben. Ist ja auch eine Volksabstimmung, die sehr stark von linken Parteien, von Gewerkschaften getragen wurde. Mhm. Ja. Und
Ja, es ist jetzt einfach, was genau bedeutet es? Also 13. Monatsrente heißt einfach, okay, es gibt einfach eine Rente quasi mehr. Genau. Also, so wie man das mit dem 13. Gehalt hat. Mhm. Dass dann eben einen Monat mehr ausgezahlt wurde. Also ist ja jetzt auch so, das ist halt beschlossen. Die Regierung beispielsweise war auch dagegen gewesen. Okay. Und ja, die stehen jetzt halt so ein bisschen davor, dass sie dann gucken müssen, wie sie das dann umsetzen. Aber stimmt, es ist dann tatsächlich jetzt mal ein Beispiel für, dass dann auch diese Art der Demokratie in der Schweiz, diese direktdemokratische, dass die halt einfach auch mal was Positives herbeibringen kann. Ich meine, wir werden ja dann oft auch mal gefragt als Anarchistinnen, ja, ihr wollt dann also das, was in der Schweiz ist, das wollen wir natürlich nicht. Also wir haben natürlich auch viel Kritik an diesem System, wie es in der Schweiz ist. Aber trotzdem interessant, dass das natürlich auch mal was Positives in dem Sinne hervorbringen kann. Ja, ich würde jetzt auch nicht sagen, also zumindest von dem, wie ich das persönlich mitbekommen habe, also was ich sagen will ist, was ich mitbekommen habe, ist, dass ich von ganz vielen Abstimmungen nichts mitbekomme. Ja, deswegen richtig, weiß ich das gar nicht, weil ich glaube, es gibt auch manchmal in der Linken in Deutschland, das ist vielleicht auch für euch in der Schweiz ganz interessant, so ein bisschen diese Repräsentation nach außen bei uns, dass sich vor allem auf diese direkte Demokratie in der Schweiz von rechten Kräften bezogen wird und dass es hier in den Medien sehr breit getreten wird, wenn es beispielsweise migrationsfeindliche Abstimmung gibt oder wie gesagt, vor allem dieses Minarettverbot war wirklich ein großes Thema hier damals in Deutschland gewesen. Und das ist sicherlich auch jetzt nicht die beste Repräsentation davon. Mhm. Ja. Okay, dann würde ich sagen. Na, guck mal, aber das ist ja jetzt auch aus einer deutschen Position. Sorry, ja. Sorry. Aber ja, ich finde das tatsächlich, dass war ja auch was wir mal gesagt hatten, als wir das, glaube ich, im Fragenformat gefragt wurden, was wir davon denken. Also es ist ja auch wirklich immer wieder ein Thema, was natürlich Sinn macht auch, weil wir eben so viele Schweizer Zuhörer haben und weil es auch diese starke Verknüpfung gibt, wenn man eben sagt, man fordert basisdemokratisches, sozialistisches Modell. Und die erste Assoziation im deutschsprachigen Raum ist natürlich dann eben die Schweiz und deswegen wird man da als Anarchist natürlich immer schnell mit in Verbindung gebracht. Und für mich persönlich ist das auch so, ich fände es auch nochmal spannend, wenn wir uns irgendwie dem Thema nochmal intensiv widmen und uns wirklich mal angucken, wie genau das ist, weil was ich beispielsweise jetzt auch gar nicht auf dem Schirm hatte, dass es ja nicht nur darum geht, dass eben diese dass in dieser Abstimmung dann dafür gestimmt wird, sondern dass es auch noch die Zustimmung der einzelnen Kantone zu diesem Volksbegehren dann geben muss. Und das wäre sicherlich mal ganz interessant, sich auch mit Direktdemokratie im Jetzt auseinanderzusetzen. Mhm. Auf jeden Fall. Ja, und in dem Sinne würde ich sagen, springen wir auch weiter zu unserem nächsten internationalen Thema. Und zwar ist das Schweden und der NATO-Beitritt von Schweden. Es gab ja auch davor schon eine Erweiterung. Ich glaube, Finnland ist dazugekommen, richtig? Und ja, und jetzt ist halt eben auch noch Schweden beigetreten im Kontext eben der ganzen Kriegsgeschichte mit Russland. Und da haben wir ein kleines mit offenen Karten Video, was ja auch so eine unserer Lieblingsformate von Arte ist, was wir auch schon lange verfolgen. Und das gibt uns jetzt so einen kleinen Überblick über, was dort so passiert.
Das kann man vielleicht direkt einmal zum Anfang sagen. Also wir verfolgen, wie gesagt, dieses Format schon sehr, sehr lange. Und das ist jetzt so ein Kurzformat. Und normalerweise sind das immer so 15, 20 Minuten, die mit offenen Karten hat und was sich dann immer mit einem bestimmten Phänomen oder mit einem Land auseinandersetzt und dann auch anhand von Karten sich das halt genauer angeschaut wird. Und wir haben dieses Format halt früher immer als sehr neutral wahrgenommen, wo wirklich probiert wurde, aus den verschiedenen Blickwinkeln das zu betrachten. Ich meine, es ist halt ein geostrategisches Format, wo halt auch dann viele imperialistische Einmischungen und so weiter behandelt werden. Und das wurde in der Vergangenheit auch zumindest mal bemüht, halt wirklich, dass es so neutral gehalten wurde. Und spätestens dann seit jetzt der ganzen kriegerischen Auseinandersetzung mit Russland ist es halt wirklich, hast du halt wirklich so gemerkt, wie das so ein bisschen gekippt ist. Und jetzt halt, ich finde es halt geil in der Einleitung, wie sie sich auch so freut, halt wirklich so, ja. So, es ist soweit. Es ist soweit, mehr NATO-Mitglieder. Also es ist immer noch ein gutes Format, was immer noch jetzt nicht komplett parteiisch spricht, aber es ist schon deutlich verändert. Ja, man muss es auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, wenn man sich das anschaut und nicht, sagen wir mal, jede Einschätzung der Dame so genauso übernehmen. Was halt schade ist, weil speziell bei so einem offenen Kartenformat muss es natürlich auch möglichst neutral eigentlich dargestellt sein. Ne? Ja, also vielleicht, um das auch nochmal so klar zu sagen, für mich beispielsweise war es auch so ein bisschen so ein erster Anknüpfungspunkt, so einleitende Lektüre in das ganze Thema Geostrategie und Geopolitik und so ein bisschen intensiver drüber nachzudenken, nicht einfach nur die Narrative davon zu übernehmen, sondern sich auch so ein bisschen die Hintergründe von kriegerischen Auseinandersetzungen auf der Welt, wirtschaftlichen Konflikten anzuschauen. Und ja, ich glaube, das wird es immer noch für viele Leute sein, aber umso tragischer, dass es dann jetzt seit dem Krieg Russland-Ukraine einfach viel, viel stärker ideologisch gefärbt ist. Mhm. Okay, gut, dass ihr es sagt. Dankeschön. Ich glaube, ich weiß auch, woran es liegt, also dauert nicht lange. Jetzt müsste es gehen. Herzlich willkommen. Die NATO wird bald 32 Mitglieder haben, da Schweden dem Bündnis endlich beitreten kann. Es hatte die Aufnahme in die Allianz nach dem großflächigen Angriff Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 beantragt. Eigentlich wollte Schweden Hand in Hand mit seinem Nachbarn Finnland beitreten, aber das kam ihm im April letzten Jahres zuvor. Denn in jedem NATO-Mitgliedsland muss das Parlament die Aufnahme eines weiteren Mitglieds ratifizieren, und das wurde in zwei Ländern hinausgezögert. In der Türkei durch Erdogan und in Ungarn durch Orbán. Am Montag gab das ungarische Parlament schließlich grünes Licht. Mit Schweden als NATO-Mitglied gibt es keine neutralen Ostsee-Anrainer mehr. Das war das letzte Puzzleteil für den Schutz Europas vor der Bedrohung durch Putin. Eine sehr wichtige Verstärkung. Zunächst einmal. So, ich weiß nicht, wenn man das halt sieht, so wie sie halt so in die Kamera eine sehr wichtige, das ist halt einfach nicht, keine neutrale. Das ist halt so Frontreport, ne? Ja, ja. Schon gut, ja. Ist Schweden der drittgrößte Staat der EU. Das 450.000 Quadratkilometer große Land erstreckt sich von Norden nach Süden über mehr als 1.500 Kilometer und hat die längste Küste aller Anrainerländer der Ostsee. Als 1949 die NATO gegründet wurde, blieb Schweden neutral, genauso wie Finnland. Man wollte den mächtigen sowjetischen Nachbarn nicht verärgern. Schweden hielt sich zwar von Bündnissen fern, näherte sich aber in wirtschaftlicher Hinsicht dem Westen an und trat, wiederum gemeinsam mit Finnland, 1995 der EU bei. Aber die offizielle Neutralität hinderte Schweden nicht daran, eine bedeutende Rüstungsindustrie zu entwickeln.
Dazu gehörten der Flugzeughersteller Saab, der Triebwerkshersteller Volvo Aero, der Rüstungskonzern Bofors, der Hersteller von Radaranlagen Ericsson und die Schiffswerft Kockums. Dadurch ist es ein bedeutender Waffenexporteur. Für das lange Zeit neutrale Schweden stellt der NATO-Beitritt ebenso wie für Finnland eine kopernikanische Wende dar. Das sagt viel aus über die Angst dieser Länder in unmittelbarer Nachbarschaft zu Putins Russland seit der Annexion der Krim 2014 und erst recht seit Februar 2022. Dazu hilft ein Blick auf eine Karte. Schweden fühlt sich auch insofern bedroht, als die Insel Gotland nur 260 Kilometer von der russischen Exklave Kaliningrad entfernt ist. Dort hat Russland nicht nur seine Militärstützpunkte modernisiert, sondern auch ballistische Iskander-Raketen stationiert, die schwedisches Staatsgebiet erreichen könnten. Darüber hinaus breitet sich die Spannung inzwischen im gesamten Ostseeraum aus. In diesem Zusammenhang ist Schwedens NATO-Beitritt eine Rückversicherung, denn er würde die Positionierung von Truppen erleichtern, falls Russland beschließen sollte, einen der baltischen Staaten zu annektieren, wie es das mit der ukrainischen Krim getan hat. Estland fühlt sich ganz besonders von Russland bedroht. Dort spricht ein Drittel der Bevölkerung Russisch und Ministerpräsidentin Kaja Kallas wurde von der russischen Polizei zur Fahndung ausgeschrieben. Sie habe es gewagt, Kriegsdenkmäler aus der dunklen Zeit der Sowjetunion zu entfernen. Soweit. Jo, so die Situation. Ja. Ja, Sadi, eine kopernikanische Wende ist im Endeffekt so eine Zeitenwende. Einfach. Ich finde diese. Ja, das war doch das mit der Sonne, richtig. Heliozentrisch, wenn nochmal der Gegensatz. Ja, irgendwie so. Auf jeden Fall zeigt diese Entwicklung, finde ich, so ein bisschen das, was. Ja, dass sich da Russland auch so ein bisschen ins eigene Fleisch schneidet mit dieser ganzen Kriegsführung, weil das ja einfach ein Fakt ist, dass die NATO vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine sehr stark, ja, schon ein bisschen zersplittert war und halt eher so in ihre eigenen Interessen gelagert war. Es viele Auseinandersetzungen im Klein-Klein gab und seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine gibt es eine sehr große Einheit und einen massiven Ausbau und auch eine ganz andere Verbundenheit der Menschen mit der NATO. Also speziell die Länder, die an Russland angrenzen, das wurde ja auch in dem Beitrag gesagt, haben halt eben vorher war denen das im Prinzip weitestgehend egal und jetzt sagen halt viele, ja, wir müssen in die NATO, wir müssen aufrüsten, wir müssen hier uns da zusammenschließen und da einmischen. Und das ist ja einfach eine massive Stärkung von dem NATO-Imperialismus, den wir gerade erleben. Ja, absolut. Also das würde ich auch genauso unterschreiben. Deswegen bleibt es auch wirklich sehr spannend, wie sich das dann entwickelt, gerade eben auch mit dieser geschlossenen Front jetzt da an der Ostsee, weil, wie sie auch schon gesagt hat, mit Finnland und Schweden gab es da eben auch so ein bisschen europäisches Gegengewicht. Und ich glaube, jetzt sind das ja wirklich sehr wenige Staaten, die da noch raus verbleiben. Also ich glaube, wir haben ja Irland, Schweiz natürlich, Österreich, die jetzt von den westeuropäischen Staaten nicht in der NATO sind. Bei Österreich finde ich das auch immer generell eine recht spannende Frage von eben dem NATO-Beitritt. Und sonst dürften das ja auch wirklich nur noch, ich glaube, Serbien, Montenegro. Bei Bosnien bin ich mir gerade Bosnien glaube ich auch, wegen der Republika Srpska, Kosovo und Moldawien sein. Ja. Also nur noch sehr wenige Staaten, die in Europa da eben rausfallen. Also man sieht es ja jetzt hier nochmal auch auf der großen Karte. Moment, finde ich sie. Das ist ja nicht die aktuelle. Wobei bei den Kleinstaaten weiß ich das jetzt nicht, wie es bei Monaco, Liechtenstein, Andorra, San Marino und so ausschaut. Hier sieht man es ja genau. Ganz gut nochmal. Das sind auch, ne? Das ist ja wirklich Irland. Ja, Irland, Schweiz, Österreich, Bosnien, Serbien. Ah, Montenegro ist tatsächlich auch schon in der NATO, okay. Aber Moldawien.
Und Zypern. Zypern scheinbar auch nicht. Und diese auch Heranentwicklung von der NATO an Russland, also das waren ja viele dieser Länder waren ja früher halt auch so Puffer, sag ich mal, zwischen Russland und dem NATO-Bündnis. Und das ist jetzt halt alles aneinander gewachsen weiter, ne? Ja. Durch diese Entwicklung auch. Das stimmt. Also hier ist noch eine Frage an die anarchistische Glaskugel. Meint ihr, dass Russland Kriege zwangsläufig die Unzufriedenheit in Russland wachsen lassen und damit langfristig sein Ende besiegeln? Das ist halt schwer zu sagen. Ich glaube, generell die Unzufriedenheit in Russland ist immer hoch. So bei den Leuten. Ich glaube, das hängt sehr stark davon ab, wie dieser Krieg weiter verläuft. Weil gerade, also sagen wir es mal so, was natürlich sicherlich Putins Ende besiegeln wird, wäre eine Niederlage in diesem Krieg. Mhm. Ich glaube, das ist recht klar. Ja. Ich glaube, das hängt vor allem auch davon ab, wie sich das mit der Mobilisierung entwickeln wird. So kann Russland weiterhin eben den Bedarf durch eben die Republiken mit ethnischen Minderheiten oder welche, die weit entfernt vom westrussischen Zentrum sind und von durch Strafgefangene bedienen und andere, die, sagen wir mal, freiwillig in die Armee gehen, oder müssen weite Teile der russischen Bevölkerung einbezogen werden. Und dann vor allem natürlich die Frage, wie jetzt sich auch der Krieg dann entwickelt, was jetzt der genaue Ausgang davon ist. Und so ist es ja nicht so, als würde jetzt Russland gerade ökonomisch an die Wand gefahren sein. Also Russland hat ja eigentlich natürlich wirtschaftliche Probleme, aber die konnten den Krieg ja bislang relativ gut abfedern, auch durch die großen Reserven, die sie aufgebaut haben, beziehungsweise die sehr geringe vorherige Staatsverschuldung. Und so wie es jetzt ausschaut, ne, mit dem Tod von Nawalny, also von dem, was ich jetzt von Leuten selber gehört habe, die in Russland aufgewachsen sind und noch Familie da haben, die haben jetzt sehr wenig, also haben sehr wenig Vertrauen in die noch übrig gebliebene russische Opposition, irgendwie die Möglichkeit zu haben, da wirklich eine große Volksbewegung entstehen zu lassen. Das sieht man ja auch in den Größen von vielen Protesten und wie schnell die auch mit Repressionen überzogen werden. Da tut sich jetzt eigentlich auch nicht super viel dementsprechend. Also was ich mir noch sehr gut vorstellen könnte, ist, dass es eben durch den Krieg auch zu mehr ethnischem Separatismus kommen wird, gerade in den Gebieten, die jetzt durch den Krieg auch sehr viele junge Männer an den Krieg verlieren, die eben eingezogen werden. Das ist sowas, da gab es ja jetzt immer mal wieder etwas größere Aufstände, das wäre vielleicht was. Aber ich glaube, jetzt grundsätzlich sehe ich das jetzt persönlich von meiner Einschätzung her eigentlich weniger. Mhm. Gut, wir schauen weiter zu einem unserer Schwerpunktthemen heute. Und zwar schauen wir nach Haiti. Ein Thema, was ja auch in letzter Zeit durch die Nachrichten ging. Und zwar sind dort fast 4000 Häftlinge aus einem Gefängnis entkommen. Und das hat auch sehr weitreichende Folgen, ne? Ja, das ist wirklich ein riesiger Gefängnisausbruch gewesen. Ich weiß gar nicht, haben wir da auch ein Video? Ja, schauen wir mal hier rein. Ich glaube, das ist ein Video. In Haiti hat die Eskalation der Gewalt einen neuen Höhepunkt erreicht. Am Wochenende haben bewaffnete Gangs Gefängnisse angegriffen und den Häftlingen die Flucht ermöglicht. Jetzt hat die Regierung einen 72-stündigen Ausnahmezustand und eine nächtliche Ausgangssperre in der Hauptstadt Port-au-Prince ausgerufen. UN-Chef Antonio Guterres ließ über seinen Sprecher Stefan Dujarric wissen, dass er über die Lage in Haiti zutiefst besorgt sei. Inzwischen sind in Haiti rund 5000 Häftlinge auf der Flucht. Laut Angaben der Gangmitglieder sei das Ziel der gemeinsamen Aktion krimineller Banden der Sturz des Regierungschefs Ariel Henry. Demnächst will Kenia laut einem Abkommen beider Länder 1000 Polizeibeamte nach Haiti schicken, um die Bandengewalt zu beenden. Na genau, das spricht ja auch schon was Wichtiges an. Also die
Aktion mit der Gefängnisbefreiung, das war eben von einer der zwei großen Gang-Allianzen gewesen. Also Haiti ist ja aktuell wirklich in einer absolut miserablen Lage. Im Endeffekt herrscht in dem Land Bürgerkrieg. Das ist ja auch was, was wir für das, was da passiert, wirklich extrem wenig mitbekommen, wegen den ganzen anderen globalen Krisen natürlich und weil Haiti generell von den Staaten in der westlichen Hemisphäre einer der ist, wo ja aktuell am wenigsten darüber berichtet wird. Und das ist halt wirklich eine absolut krasse Situation, was da gerade ist. Es ist im Endeffekt eine Regierungskrise und halt ein Bürgerkrieg der Gangs. Also es gibt ja die aktuelle Regierung, wie es gerade angesprochen wurde, von dem Ariel Henry, der jetzt auch gerade gar nicht ins Land einreisen kann. Mhm. Der sollte eigentlich nach diesen Verhandlungen mit Kenia wieder zurückkehren. Ich glaube, der ist jetzt aktuell in Puerto Rico erstmal, okay. Weil die Gangs eben nicht nur das Gefängnis gestürmt haben, sondern auch den internationalen Airport, wo er landen sollte, um eben zu verhindern, dass er zurückkommt. Und ja, es gibt halt gerade einen ziemlich großen Krieg zwischen im Endeffekt der Regierung und den zwei großen Gang-Allianzen. Ich glaube, das ist einmal G9 und GPEP und wo sich dann gerade die kriminellen Banden so drunter vereinen. Und das ist generell, also es kam ja zu der zu dem Mord an dem vorherigen Präsidenten 2021 und seitdem ist eigentlich konstantes Chaos, weil das Land sehr stark eben durch diese politische Gewalt gespalten ist. Also es ist eigentlich eine Mischung bei diesen Banden auch aus organisierter Kriminalität und auch politischen Machtambitionen. Das ist ja auch so ein bisschen was, was in Haiti auf die vorherigen Krisen zurückgeht. Es gab ja diese mehrere Jahrzehnte dauernde Diktatur der Duvalier-Familie, die im Endeffekt dann Haiti zu einer Einparteiendiktatur mit Vererbung der Macht gemacht hatten, eben vor allem durch diese zwei Figuren, Papa Doc und Baby Doc. Und ja, so hießen die beiden eben. Kann man sich ja auch denken, wer der Vater und wer der Sohn war. Mhm. Und unter denen kam es dann noch eigentlich dazu, zu so einer Machtsicherung durch diese kriminellen Banden. Also, dass man das versucht hat, weiter durchzusetzen. Und zeitweise waren die auch größer als die haitianische Armee. Mhm. Und heute, diese Banden sind eben Erben von diesen Zeiten, in denen es einfach eine sehr große organisierte politische Gewalt auf der Straße gab und natürlich auch Neuorganisierung mit der Zeit nach dem Erdbeben in Haiti 2010. Ich glaube, das ist ja was, was viele noch so im Kopf haben, wo ich glaube 300.000, 400.000 Menschen gestorben sind damals. Das ist Wahnsinn, und die Zahl. Das ist auch kein großes Land, ne? Nee, es ist wirklich ein sehr enges, aber sehr dicht besiedeltes Land. Teilt sich ja mit der Dominikanischen Republik eben diese Insel Hispaniola. Und es ist auch ein super krasser Gegensatz. Also es ist ja auch, ich weiß gar nicht, wo man da anfangen soll. Wenn man über irgendwas mit Haiti spricht, muss man diese ganzen Sachen ansprechen. Es gibt ja auch eine riesige Flüchtlingskrise auf der Insel selber, die ja immer versuchen, auch in die Dominikanische Republik rüberzukommen. Da gibt es ja auch einen deutlich höheren Lebensstandard. Also Haiti ist ja der ärmste Staat der westlichen Hemisphäre. So. Und die Dominikanische Republik ist, glaube ich, so ungefähr auf dem Niveau von so einem Staat wie Serbien. Und gleichzeitig gibt es gerade auch noch die starke Migration in die Vereinigten Staaten, wo es auch immer wieder zu Tötungen an der Grenze kommt und versuchten Abschiebung wieder zurück. Aber vielleicht noch eine Zahl, um das auch so ein bisschen sich vorstellen zu können, wie es mit der politischen und der Ganggewalt ausschaut. Also es geistert gerade immer wieder so ein bisschen diese Zahl durch die Presse, dass 90% der Hauptstadt Port-au-Prince von den Gangs kontrolliert wird. Ja, krass. Wir haben auch dazu noch ein erweitertes Video, was dann aktueller ist von den Nachrichten gestern. Ja. Da wurde auch noch mal in der Tagesschau darüber berichtet. Da können wir uns noch mal die ganz aktuellen Ereignisse noch mal anhören. In Haiti eskaliert die Gewalt.
Bewaffnete Banden haben nach Medienberichten in der Hauptstadt des Karibikstaates das Regierungsviertel gestürmt. In Port-au-Prince griffen sie den Nationalpalast an und ein Polizeihauptquartier. Die Banden wollen die Regierung gewaltsam stürzen. Premierminister Henry ist von einer Auslandsreise offenbar bisher nicht zurückgekehrt. Inzwischen hat sich die Lage etwas beruhigt, allerdings verschärft der Konflikt die ohnehin angespannte Versorgungslage für die Menschen. Dringend benötigte Lebensmittellieferungen stecken im Hafen der Stadt fest. Nach UN-Angaben leidet fast die Hälfte der 11 Millionen Menschen in Haiti an Hunger. Das muss man sich auch mal vorstellen. Die Hälfte der Menschen leidet an Hunger. So, das ist und dann diese ganzen multiplen Krisen mit diesen freidrehenden Gangs, der allgemein großen Armut, der Geflüchtetenkrise, die du angesprochen hast. Das ist halt komplett wahnsinnig. Das ist einfach am Kollabieren, dieses Land, ne? Ja, das ist wirklich heftig. Die Wirtschaft ist ja auch wirklich im Eimer. So, das ist ja, ich wusste gar nicht, dass jetzt auch die Ernährungslage wieder so krass ist, weil es gab ja diese, auch diese extrem vergünstigte Reiseinfuhr aus den Vereinigten Staaten, wo es ja wirklich so eine Stabilisierung dann mal von der Lebensmittelsicherheit vor Ort gab, was dann aber wiederum diese extrem starken ökonomischen Folgen auch hatte, weil eben das ein Land war, was auch sehr stark immer noch von Kleinbauerntum dominiert war und Subsistenzwirtschaft und die dann natürlich durch diese sehr günstigen Importe von Nahrungsmitteln aus den Vereinigten Staaten, eben vor allem Reis, natürlich auch kaputt gewirtschaftet wurden. Mhm. Das ist dann eben zu einer massiven Arbeitslosigkeit, auch wieder Aufkauf von Feldern, natürlich von größeren Bauern kam, aber auch was auch tatsächlich jetzt wieder ein aktuelles Thema ist, auch eine Übernahme von eben diesen Feldern durch organisierte Kriminalität. Also es ist auch nicht nur so, dass das in der Hauptstadt so ist, sondern es gibt auch beispielsweise viele ertragreiche Regionen, die von der organisierten Kriminalität kontrolliert werden oder die auch aktuell einfach brach liegen, mhm, weil die Leute geflohen sind. Also es gibt auch eine riesige interne Flüchtlingskrise. Ja, das ist wirklich eine absolut desolate Situation und das ist jetzt auch wieder so ein Fall, wo, ich weiß, das ist auch immer so ein umstrittener Begriff, aber im Endeffekt ist das jetzt auch so ein Failed State, so, ja, wo ja, es gerade eigentlich zu so einem Ausringen der Macht mit internationaler Beteiligung kommt, wie wir auch gerade am Anfang einmal gehört haben, eben mit der Frage dann, ob auch jetzt die kenianische Polizei da eingesetzt werden soll. Ich glaube, es ist so, dass sie eingesetzt werden soll, sie sind nur noch nicht da, was auch wieder große Fragen aufwirft. Es ist in der Bevölkerung auch unfassbar unpopulär, weil im Gegensatz zu der Bevölkerung vor Ort, die sprechen ja nicht Französisch oder Kreol, sondern die kenianische Polizei spricht Englisch und Swahili, meine ich dann, mit einer Staatsamtssprache. Und es gibt ja auch diese Vergangenheit in Haiti, das war ja auch so ein bisschen populär geworden, populär in den Nachrichten gewesen, dass es auch zu ziemlich starken Übergriffen damals durch die Blauhelm-Soldaten von der internationalen Mission kam und das weckt natürlich auch böse Erinnerungen bei der Bevölkerung vor Ort. Ja, es ist auch tatsächlich, finde ich, auch wieder ein Start, um das nochmal mit der Schweiz anzuschließen, wo ich denke, dass es ganz wichtig wäre, dass man da auch mal bei uns irgendwie vielleicht eine Folge zu macht, drüber spricht, weil es ist halt so unfassbar traurig, wenn man sich diesen Staat anschaut, weil es ist der erste schwarze Staat in Amerika gewesen, in den Amerikas. So, es ist die wirklich erfolgreichste Sklavenrevolte der Geschichte eigentlich gewesen, die sich selbst aus der Sklaverei befreit hat. Der erste Staat der westlichen Hemisphäre, die der Sklaverei abgeschafft hat durch die Sklaven selber. Und der dann im Endeffekt durch die westliche Welt zu Zwangszahlung für diese Befreiung verpflichtet wurde, der heruntergewirtschaftet wurde, der natürlich auch von den lokalen Machthabern immer wieder ausgeplündert wurde in Diktaturen und der auch immer wieder Opfer eben von internationalen Spielereien natürlich gewesen war. Es gab diverse Interventionen in diesem Staat und gleichzeitig natürlich dann auch noch durch die lokalen Verhältnisse mit Bandenkriminalität, politischer Gewalt und Naturkatastrophen dahingerafft wurde. Und deswegen ist es eigentlich unfassbar wichtig, dass man sich dem Thema Haiti, denke ich, auch mal auch vielleicht von unserer Seite intensiver widmet. Ja, wir haben ja auch vor, nochmal eine Folge zur Sklaverei zu machen.
Ist auf unseren Themen ganz weit oben dann, und da werden wir sicherlich uns auch in dem Zuge zumindest zum Teil auch mit Haiti beschäftigen. Tja, und jetzt gerade ist es ja wirklich eine Sache, wo diese drei verschiedenen Machtblöcke, also diese zwei Gangs, die du erwähnt hast, und die Regierung, die im Prinzip auch eine Gang ist, die halt dann im Prinzip nur gerade an der Macht ist, ja, gegeneinander kämpfen. Die nutzen ja auch politische Gewalt auf der Straße. Genau. Und das ist einfach nur ein Machtkampf, wer jetzt halt als nächstes das Zepter in der Hand hat oder ob die aktuelle Gang dort weiter an der Macht bleiben kann. Ne? Ja. Und wer die Leidtragenden sind, sind halt die Menschen, die das ausbaden müssen und die eh schon ums Überleben kämpfen, Tag für Tag. Ja. Jo. Okay, ich glaube, das hat euch einen ganz guten Überblick verschafft zu dem, wie die Situation ist. Möchtest du noch was hinzufügen? Nee, ich denke eigentlich, habe ich alles, was ich zu dem Thema denke, gesagt. Okay, ja, das führt uns dann tatsächlich jetzt weg von der internationalen Ebene zur lokalen. Da haben wir auch einiges vorbereitet, weil es ist ja sehr viel passiert hier in Deutschland in den letzten 2 Wochen. Und allen voran ist das die ganzen Ereignisse rund um das Tesla-Werk in der Grünen Heide in Brandenburg. Und da schauen wir mal rein, weil es hat eigentlich begonnen in der Reihenfolge mit dem Besetzen des Waldstücks dort von Umweltaktivisten. Da werden wir jetzt als erstes mal reingucken und danach gab es dann noch eine Menge andere Ereignisse. Aber schauen wir erstmal, wie das so losging mit der Besetzung. In luftiger Höhe haben sich die Umweltaktivisten eingerichtet. Mehrere Baumhäuser wurden mit Seilzügen bis zu 10 Meter hoch zwischen die Kiefern gehievt. Seit Mittwochnacht und zunächst scheinbar völlig unbemerkt. Schätzungsweise 80 Menschen besetzen nun das Waldstück bei Fangschleuse neben dem Tesla-Werk. Sie wollen, dass Elon Musks Gigafactory nicht noch größer wird. Unser Ziel ist es, die Werkserweiterung in der Grünen Heide zu verhindern, weil Tesla hier den Menschen vor Ort das Wasser klaut und die Trinkwasserversorgung durch Verschmutzung gefährdet. Auf dem Gelände, das jetzt besetzt wird, will... Also es ist tatsächlich auch so, dass es schon eine Wasserrationierung vorgesehen ist, die eben, ich meine, es ist ja generell ein Problem in Deutschland mittlerweile, dass es in einigen Regionen schon eine Rationierung von Wasser gibt, ist vielleicht auch gar nicht so bekannt, weil das dann halt, ja, einen nicht unbedingt direkt trifft, je nachdem, wo man wohnt, aber, oder es dann halt eher so, dass du halt im Sommer nicht mehr so bewässern darfst, seinen Garten oder solche Sachen gibt und das ist dann halt nicht so dramatisch erstmal, aber dort ist halt die Situation nochmal zugespitzt durch dieses Werk eben. Will Tesla Lagerhallen, einen Güterbahnhof und einen Betriebskindergarten errichten. Dafür müssten etwa 100 Hektar Wald gerodet werden. Dagegen sind nicht nur die Aktivisten, die aus ganz Deutschland hierher gekommen sind und zum Teil schon an Aktionen im Hambacher Forst und Lützerath teilnahmen. Zuletzt stimmten Anwohner gegen eine Erweiterung des Tesla-Geländes in Grünheide. Doch die Aktivisten fürchten, dass das Votum übergangen wird. Wir glauben, dass die PolitikerInnen auch so wie in den vorherigen Malen sich weiterhin mit Tesla zusammentun werden und hier eine Erweiterung ermöglichen werden wollen. Und dem stellen wir uns entschieden entgegen. Und auch viele BürgerInnen hier vor Ort, haben wir auch schon gehört, sind misstrauisch und das bleiben wir auch. Einige Tesla-Gegner aus Grünheide unterstützen die Baumbesetzer. Auch sie zweifeln, ob sich an das Bürgervotum gegen die Fabrikerweiterung gehalten wird, denn es ist rechtlich nicht bindend. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Gemeindevertreter letztendlich allem zugestimmt hat, ohne zu überlegen, was sie eigentlich damit kaputt machen, mit der Umwelt und auch mit dem Klima hier. Die Stimmung heute friedlich. Die Polizei ist mit Einsatzkräften vor Ort, spricht mit den Aktivisten. Das Waldstück ist Eigentum des Landes Brandenburg, aber eine Räumung steht derzeit nicht im Raum. Zwischenzeitlich hat auch ein Kooperationsgespräch stattgefunden, also zwischen der Versammlungsbehörde und den Protestierenden hier im Wald. Im Ergebnis dessen ist sozusagen jetzt vereinbart worden, dass die Proteste fortgeführt werden können.
Über mehrere Tage wird das der Fall sein. Wir haben auch die Möglichkeit, das auch noch mal zu verlängern, sodass wir uns hier auf längerfristige Proteste einstellen werden. Bis wann genau, das weiß auch die Polizei nicht. Die Aktivisten sind jedenfalls gekommen, um erstmal zu bleiben. Ja, genau. Und das ist halt alles jetzt vor diesem Anschlag gewesen, den ihr ja auch wahrscheinlich mitbekommen habt. Und ich finde eigentlich bis hierhin, ich habe mich sehr darüber gefreut, über diese Besetzung. Es war ja jetzt so, dass es um diese Baumbesetzungsbewegung so ein bisschen ruhiger geworden ist. Es gab ja die großen Kämpfe im Hambacher Forst, dann im Dannenröder Wald und dann Lützerath. Also so wirklich aufeinanderfolgende Schläge eigentlich von der Klimabewegung gegen die Zerstörung unserer Umwelt, gegen die Zerstörung der Natur. Und das ist auch wirklich großartig, was sich da entwickelt hat mittlerweile ab dem Hambacher Forst, wo wirklich ja sehr gute Fähigkeiten erworben wurden von der Klimabewegung, die sich dort eben immer professionalisierter halt hat. Und das ist jetzt auch wieder ein weiteres Ergebnis von diesen Kämpfen. Und ich finde das auch genau richtig wieder, weil es dort eben vor Ort, wie das auch dargestellt wurde im Beitrag, es gibt diese Bürgerinitiative, die sich entsprechend da positioniert. Es gibt eine recht große Unterstützung aus der Bevölkerung, also für dieses Anliegen. Und das Tesla-Werk war ja auch sehr stark in den Medien. Da gab es dann diese Aufnahmen auch mit Scholz, wo die dann halt so ganz, ganz cringe Aufnahmen mit Elon Musk und so, wie er dem da ja in den Ausschnitt gekrochen ist. Und das war wirklich, also genau richtig einfach dieser Kampf und auch von dem Mittel her super gewählt. Top bis hierhin, würde ich erstmal sagen. Ja, auf jeden Fall. Nur, was man natürlich dabei bedenken muss, ist, dass es auch nicht einfach ein Konflikt ist von Elon Musk setzt da irgendwie die große Tesla-Superfabrik hin. Politik findet das gut, Wirtschaft findet das toll, Land Brandenburg natürlich auch gut und die Bevölkerung ist komplett dagegen. Das ist ja klar. Wirklich auch was, was die Gesellschaft da in Brandenburg und natürlich auch darüber hinaus ziemlich gespalten hat, weil auf der einen Seite stimmt das natürlich, es gab und gibt sehr viele Fragezeichen, was eben die Umweltauswirkungen für die Region angeht, gerade diese Wasserfrage, aber es ist ja auch so, dass es wirklich unfassbar viele Arbeitsplätze ja vor Ort geschaffen hat, also wirklich ja Tausende. Und das ist so das Prestigeprojekt wirtschaftlich für den Osten. Generell kann man ja sogar sagen, so ist fürs Land Brandenburg sowieso. Und dementsprechend natürlich, so wie ich das mitbekommen habe, auch recht viel Konflikte um das ganze Thema sind. Auch recht viel Konflikte um eben jetzt die Waldbesetzung. Und bei vielen Leuten, glaube ich, recht viele Fragezeichen, wie man das jetzt abschließend bewerten soll. Ja, und das zeigt sich halt eben auch dann in den Ereignissen, wie es weiterging, weil das habt ihr ja mitbekommen sicherlich. Es gab dann einen Brandanschlag auf das Tesla-Werk von der sogenannten Vulkangruppe. Und in diesem Zuge ist halt eben nicht nur jetzt bei Tesla der Strom ausgegangen und es gab halt so einen Produktionsstopp. Also wenn man das jetzt rein vom Anschlag her erstmal beurteilen will, ist es sehr erfolgreich in dem Sinne gewesen, weil ja jetzt tatsächlich erstmal die Produktion dann nicht mehr weiterlaufen konnte. Und halt, aber es ist halt eben auch passiert, dass halt, ich glaube, 500 oder 5000 Haushalte, da bin ich mir jetzt gerade nicht mehr sicher, wie die Zahl war, könnt ihr gerne nochmal reinschreiben, eben auch vom Strom abgeschnitten waren, genau, 5000 Haushalte, hier steht es auch in dem Text selber von dieser Vulkangruppe. Und da möchte ich halt auf jeden Fall nochmal zitieren, was diese Leute dann halt dazu gesagt haben, dass ihr Anschlag eben nicht nur Tesla getroffen hat, wo man jetzt ja auch gleich nochmal drüber diskutieren kann überhaupt, sondern auch eben ganz viele Unbeteiligte und einfach die normalen Leute, die halt in der Region leben. Und da schreiben diese Leute: Es gibt nur eine Sache, für die wir uns ausdrücklich entschuldigen möchten. Wir haben keine Möglichkeit gesehen, die Aktion durchzuführen, ohne dass an die 5000 Haushalte und Kleinbetriebe für 5 Stunden ohne Strom waren. Laut Medien hatten alle privaten Haushalte um 10.22 Uhr wieder Strom. Hätten wir eine andere Möglichkeit gesehen, wir hätten anders gehandelt. Wir konnten vor der Aktion nicht überprüfen, ob es nur Tesla an dem eigens für ihn umgerüsteten Hochspannungsmast hing oder zusätzlich private Haushalte auch. Es ging um Tesla, nicht um
unsere Privathaushalte, in denen wir leben. Wir bitten alle Betroffenen um Entschuldigung. Und da muss ich doch mal ganz ernsthaft die Frage stellen, so, wenn das halt offensichtlich mindestens bewusst in Kauf genommen wurde, dass halt 5000 Haushalte, also Zehntausende von Menschen, also mindestens 10.000 Menschen, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass in jedem Haushalt vielleicht zwei Leute leben, davon betroffen waren, ja, was sind das jetzt, was sind das bitte für Linke so? Dass ich halt einfach sage so, scheiß auf die. Ne? Uns, unser hohes Ziel, hier gegen Tesla vorzugehen, geht über die Interessen von halt den normalen Menschen, die dann einfach vom Strom abgeschnitten werden. Was denkt man sich denn bitteschön, was das für eine Reaktion hervorruft? Man muss ja allein schon darüber diskutieren, wenn das jetzt nicht gewesen wäre. Wenn jetzt nicht diese 5000 Haushalte abgeschnitten worden wären vom Strom. Selbst dann muss man doch darüber reden, was es halt für Folgen hat. Und das ist ja auch, wir haben es ja gerade beschrieben, Tesla ist da sehr hoch angesehen, weil halt eben dort in einer Region Jobs geschaffen werden, die halt auch einfach sehr, sehr wenig Perspektive für die Menschen halt hat. Und es ist also offensichtlich eine Aktion, die losgelöst von Interessen und von Kämpfen der Masse ist. Und wir sagen immer, wenn es um Militanz geht, wenn es um solche Formen der direkten Aktionen geht, dann müssen diese Aktionen immer gekoppelt sein doch. Mit den Kämpfen aus der Masse und den Interessen. Natürlich, man kann es nicht immer allen recht machen. So, und es wird halt immer auch mal Leute geben, die gegen etwas sind, was eigentlich sinnvoll ist. Aber man kann doch so eine Aktion doch nicht ansetzen, wenn man so gar keine Verankerung und gar keinen Rückhalt dort halt entsprechend hat. Man sieht doch im Vergleich dann zu dieser, dass halt diese Baumhausbesetzung wiederum, die hat zumindest eine gewisse Unterstützung und da gibt es eine polarisierende Diskussion darum, aber die kann auch wirklich Sympathien erreichen. So, obwohl es halt eine direkte Aktion ist, die auch Tesla wehtut. Und klar haben sich dann jetzt vielleicht diese Leute überlegt, okay, wir setzen noch einen drauf, unterstützen das noch weiter, aber bitte doch trotzdem, es ist doch offensichtlich, dass das halt einen so großen öffentlichen Schaden für dann die Sache anrichtet. Ja, ich glaube, es geht halt dabei natürlich auch um nochmal was anderes, was die Leute sich natürlich vorgestellt haben. Da geht es ja auch wirklich einfach um reinen finanziellen Schaden. Mhm. So. Und das war ja auch wirklich ein sehr, sehr hoher Betrag dann. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Millionen es jetzt genau waren. Wobei das auch ein bisschen umstritten ist, weil das natürlich Zahlen von Tesla sind. Genau, und da muss man noch ein bisschen gucken. Aber ne? Trotzdem natürlich kann man sich ja vorstellen, so ein Ausfall und sicherlich auch die Beschädigung von einigen Maschinen und Produktionsabläufen und so. Aber so gesehen geht es ja erstmal darum. Und ich glaube auch bei sowas wie dieser Waldbesetzung, was die Leute halt da dann in der direkten Aktion natürlich sehen, ist auch einfach, die Leute setzen sich da in Bäume, die halt durch eine Erweiterung abgeholzt werden sollen. Das ist unser schöner Wald, ja schade. So. Und das ist ja auch das, was vielfach bei diesen Kämpfen, wie beispielsweise um Hambacher Forst, Dannenröder Forst, auch bei den Leuten einfach sehr gut ankam. Und da ist sowas natürlich auch einfach, es geht viel stärker dann in diese Konfrontation rein. Und was natürlich auch immer das ganze Problem ist, ist, dass die Leute da auch keine wirkliche Perspektive sehen, so. Weil jetzt diese Erweiterung, gut, da können die Leute halt dann noch eine Perspektive sehen, was eben daraus entsteht. Das ist jetzt was, das nehmen die Leute dann im besten Fall einfach irgendwie so hin. Da denken sie sich, okay, ist jetzt abgeschaltet gewesen. Alles klar. Ja. Und diese Ereignisse wiederum von diesem Anschlag haben dann ja dazu geführt, dass es diese... Ihr habt das gerade schon in den Kommentaren auch angesprochen. Naja. Dann halt eben diese Kundgebung vor dem Tesla-Werk von den Arbeitern und Arbeiterinnen, die dort bei Tesla arbeiten, gab. Dort haben sich also rund 1000, aber auf jeden Fall eine vierstellige Anzahl an Mitarbeitern bei Tesla eben versammelt. Und ich zeige euch nochmal ein kurzes Video von Tesla selbst, die entsprechende Eindrücke und Stimmen zu die,
Allein dieses Bild. Die zu dieser Kundgebung dann eingefangen haben. Ich liebe die Sonnenbrille. Ja. Lasst uns der Vulkangruppe Deutschland, der Welt zeigen, was wir unter Solidarität verstehen. Wir werden die Fabrik in der nächsten Woche wieder starten und mit voller Kraft zurückkehren. Jetzt erst recht. Ja. Ja, Leute, und das. Ja, ich meine, ihr schreibt es ja schon selber, die Arbeitsbedingungen sind dort, wie es auch jetzt hier dann zum Beispiel auch unsere Genossen aus Hannover von der FAU drunter schreiben und andere natürlich auch darunter schreiben, sind halt miserabel und sind halt generell hier, sieht man es auch nochmal in den Kommentaren, Tesla kündigt Betriebsräte und blockiert IG Metall über Ellens Leiche und die trauern um den Laden. Also, ne, das Ding ist halt, man muss hier das wirklich wieder differenziert betrachten. Und zwar in Anbetracht dessen, was wir vorhin eben dazu gesagt haben. Die Hauptreaktion der Linken ist jetzt, ah ja, hier das Klassenbewusstsein in Deutschland, wie du es jetzt auch schreibst, veganerisch ist hier traurig und guck dir doch diese Leute an. Und dann auch so ein bisschen, finde ich, jetzt nichts gegen dich, ne, aber auch so ein bisschen wieder von oben herab, hier guck dir diese Trottel an, wie sie halt für ihr Unternehmen einstehen und sich da vereinnahmen lassen. Ja, und klar, an und für sich stimmt es natürlich auch, dass es halt, wenn man das jetzt aus unserer Perspektive betrachtet, halt echt mega traurig und schade ist. Ne? Aber gleichzeitig zeigt das halt einfach auch nur nochmal das unterstrichen, was ich vorhin gesagt habe, wie bekloppt halt dieser Anschlag ist. Wenn du ihn halt so isoliert von den Massen vollführst, dann ist das halt auch einfach, dann kann halt so ein Unternehmen, was ja tatsächlich dann in der Kritik steht, was ja tatsächlich in der öffentlichen Diskussion steht, hat dann eben einen Anlass gefunden, um sich hinzustellen und sagen zu können, hier, wir werden so krass angegriffen von terroristisch, das ist ja ein terroristischer Anschlag auf die im Prinzip, das können die dann jetzt sagen und unsere Leute hier vor Ort, unsere Arbeiter, die sind ja für uns und wir werden hier so angegriffen. Ja, und was denkt ihr denn bitte, was das halt genau, wie du schreibst, Eola, perfekte PR für Tesla, ein Riesenschlag in die Fresse von der Umweltbewegung und den Baumbesetzungen. Das ist meine Meinung dazu. So, ne? Das hat ja nichts damit zu tun, dass wenn jetzt halt diese komischen Vulkanleute jetzt am Ende des Tages irgendwie gebastet werden, dass ich dann sage, ah ja, geil, lass sie im Knast verrotten oder so, wie das dann halt manche Linke machen, wenn ihnen Sachen nicht gefallen. Das würde ich natürlich auch nicht tun, aber so ganz klar zu kritisieren, so das ist halt nicht unser Weg und das ist ein perfektes Beispiel dafür, wie fehlgeleitete, von den Massen losgelöste Militanz halt, was das für einen Schaden für unsere Sache anrichtet. Aber das ist halt auch einfach was nochmal generell dieses Grundproblem aktuell von diesem Gegensatz Klimabewegung und ja, im weitesten Sinne eigentlich gewerkschaftliche Organisierung zeigt. So, natürlich sehen jetzt beispielsweise Leute, die in der FAU organisiert sind oder generell linke Gewerkschaftler, das vielleicht nicht so stark, aber wenn wir uns das anschauen, das ist ja auch nicht unähnlich gewesen mit den Klimakämpfen im Rheinland gewesen und den Gewerkschaften, die dort dann die Kohlearbeiter beispielsweise organisiert haben, wo man dann auch einfach keinen Common Ground so richtig finden konnte. Und hier ist es natürlich noch mal stärker, vielleicht jetzt nicht mit den Gewerkschaften, weil die allermeisten dort nicht gewerkschaftlich organisiert sein werden. Aber es für die Region einfach so eine unfassbar große Rolle spielt und natürlich auch für Ostdeutschland einfach noch mal so eine riesige Rolle spielt. Und das ist jetzt auch ein Unternehmen, was im Gegensatz zu den großen Kohlekonzernen natürlich auch in der Kritik steht und es auch sehr viele Leute gibt, die klar machen, ja, E-Autos hier sind auch nicht wirklich das Gelbe vom Ei, wenn es jetzt um Umweltschutz geht. Aber es kann sich ja viel besser dahingehend positionieren, als jetzt irgendein Kohlekonzern das machen könnte. Und sich noch viel mehr als wirklich die Zukunft der Region darstellen, was jetzt bei Kohlekonzernen natürlich eher so ein
so eine Darstellung auf dem absteigenden Ast ist, wenn wir jetzt da an die Lausitz gucken und die Klimakämpfe, die es darum gab. Mit Tesla wirklich ist ja jetzt ein Unternehmen, was da hingekommen ist, was natürlich auch skeptisch beäugt wurde, aber was sich wirklich darstellen kann. Wir sind die, die dieser eigentlich abgehängten und schon abgeschriebenen Region jetzt nochmal wirklich ein neues, modernes Gesicht geben können. Und wir sind die Zukunft, wir sind eine wachsende Branche, wir werden die sein, die auch eure Kinder und eure Kindeskinder noch hier mit Arbeitsplätzen versorgen werden. Und deswegen ist das einfach ein unfassbar schwieriges Kampffeld und wie man sieht, auch eins, was eigentlich dazu einlädt, auch mal ziemlich stark ins Klo zu greifen. Ja. Ja, Barbara Salisch, die Frage, ob von den BaumbesetzerInnen es irgendwelche Äußerungen zu diesem Anschlag gibt, also so was ich jetzt so grob gesehen habe, ich kann mich auch täuschen, ist halt, dass halt einfach sich probiert wird, dazu nicht so wirklich zu äußern. Und ich kann das auch verstehen, das ist ja ein weiterer Aspekt. Da laufen jetzt die ganze Zeit irgendwelche Presseleute und irgendwelche Medienschaffenden und auch irgendwelche Rechten halt rum und fragen dann da halt die Genossinnen in den Baumhäusern, ja, was haltet ihr denn davon, von diesem Anschlag? Und wollt ihr euch jetzt nicht dazu äußern und zu positionieren und so weiter? Und also, das ist halt so ein Rückschritt für diesen Kampf. Man muss doch einfach sehen, man muss doch wirklich sehen, dass solche Protestbewegungen, Klimabewegungen, so Baumhausbewegungen, die können nur erfolgreich sein. Und das haben wir doch gesehen im Hambacher Forst und in anderen Kämpfen, wenn es eine breite Unterstützung aus der Bevölkerung gibt. Nur wenn diese Baumbesetzung im Zentrum einer breiten gesellschaftlichen Bewegung gegen das Anliegen, was die Baumbesetzung hervorruft, wirklich schafft. Nur dann hat das auch einen Erfolg. Und das ist halt, was meiner Ansicht nach jetzt halt wirklich sehr, sehr stark unterminiert wurde von diesem Anschlag und den entsprechenden Reaktionen aus der bürgerlichen Presse und allem, was jetzt halt so passiert. Ja. Ich meine, man kann halt trotzdem nur Glück wünschen, dass es jetzt halt jetzt besser weitergeht und vielleicht dann doch weniger eine Rolle spielt, als man zuerst denkt. Aber wenn man sich das halt eben anguckt, was da bisher passiert ist. Vermutlich nicht. Vermutlich leider nicht. Ja. Ja. So viel dazu. So viel dazu. Ich kann euch noch einen Podcast empfehlen, den ich selber nicht gehört habe, aber den ich einfach nochmal mit reinnehmen wollte, weil er aus unserer Community empfohlen wurde, und zwar von PTK. Der hat ja auch einen Podcast, Rauchmelder heißt der. Und da hat er eine eigene Folge jetzt hier gemacht, Tesla in Hahn abdrehen. Wenn ihr euch dann nochmal mehr über die Hintergründe des Ganzen interessiert und informieren wollt. Ja, und worüber ihr euch sicherlich auch sehr viel informiert habt die letzten Wochen, ist der ganze Fall um die RAF-Rentner. Und da ging es jetzt wirklich, wirklich hoch her. Ich habe direkt diesen Beitrag hier geöffnet, weil ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber die letztendliche Spur zur Enttarnung und zur Festnahme von Daniela Klette kam ja von diesem Legion-Podcast. Ich hatte, als die enttarnt wurden, hatte ich mir die Pressemitteilung von den Cops angeguckt, was die so dazu gesagt haben. Manchmal haben die dann, ist dann, wenn halt so ganz frisch was passiert, noch so ein, zwei interessante Informationen. Und dann wurden die halt eben von der Presse gefragt, wie ist das denn dazu gekommen? Haben sie dann Hinweise aus der Bevölkerung erhalten oder so? Weil es gab ja auch diese von Aktenzeichen XY ungelöst. Genau. Da gab es ja auch sehr viele Hinweise, die eingegangen sind. Und die hatten halt eben gesagt, wir haben einen Hinweis bekommen im November letzten Jahres, hatten die, glaube ich, dann in dieser Pressekonferenz gesagt. Und ja, aber wir wollen da nicht weiter was zu verraten. Und dann haben die halt, und dann die Pressekonferenz bestand zu 80% daraus, dass sie geschwärmt haben. Wir haben nicht locker gelassen. Das ist ein Beweis für die unfassbar gute Polizeiarbeit in diesem Land und wie fähig unser Apparat ist. Dieser Staat vergisst nicht. Dieser Staat ist fähig, halt auch solche hochprofessionellen Terroristen dingfest zu machen und so weiter und so fort. Aber basically war es halt offensichtlich die Arbeit von irgendwelchen linksliberalen Snitches halt von diesem komischen Legion- Podcast, den habe ich mir dann nämlich angehört, und die haben tatsächlich in so einem Zweiteiler sind die der auf die Schliche gekommen, ohne
die jetzt festsetzen zu können. Aber die haben tatsächlich feststellen können, dass halt hier die Daniela Klette in diesem, was hat sie da gemacht? Musik, glaube ich, hatte die, oder nee, oder so Klangschalen, irgendwas oder so Meditation. Ich glaube, getanzt. Ja, oder getanzt, ja. War das irgendwie so. Ja. Und da waren die halt auch von diesem Podcast und haben da dann mitgetanzt eine Runde und haben auch die Bilder von ihr entdeckt und so weiter und so fort. Und das müssen die halt dem Bullen natürlich weitergegeben haben. Und das war dann die Grundlage, auf dessen dann Daniela Klette tatsächlich gefasst wurde. Stark. Ich sehe auch gerade, dass das mit dem Host Hesrau Beros wieder ist. Der macht auch gefühlt jeden WDR, ARD, irgendwas Podcast. Capoeira. Ah, okay, sie hat Capoeira gemacht. Das ist, glaube ich, diese Mischung aus Tanz und Kampfsport aus Brasilien. Und es ist ja wirklich Wahnsinn, also was seitdem abgeht. Also natürlich, das ist ja super interessant, was da jetzt halt vor sich geht für die bürgerliche Presse und alle sich jetzt darauf zu stürzen. Und da gab es dann ja jetzt so viele Ereignisse, das können wir gar nicht alles durchgehen, was da halt passiert ist. Aber zum Beispiel auch diese entsprechende Razzia auf dem Bauwagenplatz. Auf dem Wagenplatz, genau, weil die sind jetzt auf der Suche nach den anderen beiden. Ja, die haben ja auch, glaube ich, aktuelle Fotos dann in ihrer Wohnung gefunden, ne? Auch recht interessant. Die haben ja, glaube ich, auch Waffen gefunden. Und da habe ich gleich auch noch einen kleinen Beitrag zu. 1,5 Kilo Goldbarren. Ja, richtig. Das ist auch ziemlich wild. Ja, genau, das ist hier so dieser kleine... Oh, ein Schrank mit doppeltem Boden. Genau, das ist hier der so ein kleiner aktueller Beitrag, was jetzt halt konkret gefunden wurde. Das hätte wohl niemand in Klettes Wohnung erwartet. Jetzt, okay, ja, jetzt sind natürlich die großen Stories mit jedem bisschen Rattenkot gemacht. Nach der Verhaftung der Terroristin Daniela Klette sind weitere Details bekannt geworden. Wie der Spiegel berichtet, fanden die Ermittler in einem Schrank mit doppeltem Boden 40.000 Euro Bargeld und eine Pistole. In einem anderen Möbelstück wurden 1,2 Kilo Gold gefunden. Bereits zuvor wurde bekannt, dass die Polizisten eine Panzerfaust, eine Kalaschnikow und Munition in Tupperdosen fanden. Die RAF-Terroristin sitzt weiter in Untersuchungshaft. Also ich möchte wirklich dabei jetzt nochmal explizit erwähnen, dass man hier mit diesen Informationen echt vorsichtig sein sollte, weil klar, es kann halt stimmen, ne? So, keine Frage. Ich meine, es ist auch naheliegend, weil es ist ja auch einfach Fakt so, dass diese Leute diese Anschläge halt gemacht haben. Das ist ja auch gut dokumentiert. Trotzdem will ich halt das nochmal sagen. Es kann auch sein, dass sie einfach nichts bei der gefunden haben und dann halt. Ich weiß nicht, das ist jetzt wieder einfach Spekulation. Ja, klar, Verschwörungstheorien. Nee, aber tatsächlich in dem Fall ist es ja wirklich, warum sollte da jetzt darum gelogen werden, und das wird einfach unfassbar viel Aufwand bedeuten und gleichzeitig macht es ja auch total Sinn, dass sowas da aufgefunden wird, nachdem eben die Sachen einfach auch eingesetzt wurden. Also warum nicht? Natürlich muss das jetzt irgendwie ein Ermittlungserfolg, aber ich meine, es wäre auch schon ein riesiger Ermittlungserfolg gewesen, wenn man die einfach so gefunden hätte. Mhm. Also. Aber es ist wirklich sehr, sehr spannend, was jetzt daraus gemacht wird trotzdem. Weil, klar, das ist ein krasses Ereignis. Und natürlich sind halt alleine die Sachen, die jetzt halt gemacht haben, spektakulär gewesen. Aber ganz offensichtlich geht es hier um den politischen ursprünglichen Hintergrund, mit dem die Leute ja jetzt nicht mehr so viel zu tun haben. Sie haben ja seit Jahrzehnten keine linken Anschläge oder so mehr gemacht, sondern eher faktisch halt sich selber den Untergrund halt finanziert. Und keine Ahnung, kann auch sein, dass sie was an Geld gegeben haben, das weiß man natürlich nicht, aber so wie das jetzt halt erstmal sich nach außen hin darstellt. Und dann muss man sich ja schon fragen, warum das halt so entsprechend aufrechterhalten wird in den Medien in dieser Größe. Und das ist ja ganz klar politisch motiviert, weil bei anderen Fällen wird das ja in der Form jetzt auch nicht so gemacht. Ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass es in dem Sinne politisch motiviert ist, als dass es jetzt eine große Verschwörung gegen uns als linke Bewegung, weil wir dafür einfach zu unbedeutend inzwischen sind und man keine Angst mehr vor uns haben muss von staatlicher Seite. Mhm. Sondern worum es da natürlich geht, ist einfach ein sehr klares Zeichen, was gesendet wird. So, die Leute, die in unserem Staat Terroranschläge machen, egal wie lange das her ist,
irgendwann kriegen wir euch. Selbst wenn das natürlich ein, sagen wir mal, in der Nachdarstellung sehr konstruierter Ermittlungserfolg ist, wie du ja eingangs dann schon dargelegt hast. Nichtsdestotrotz soll es genau das zeigen. So. Die RAF, die kennen alle, die Leute haben schon gedacht, das ist abgeschlossen. Es gab aber immer wieder, dass klar wurde, okay, diese Leute sind auf der Flucht, die Leute finanzieren sich eben mit Überfällen auf Geldtransporter. Und wir haben es jetzt eben nach all den Jahren geschafft. Und wer hier irgendwas macht, der wird irgendwann von uns gepackt. Ja. Also ich meine, man kann ja vielleicht auch noch mal ganz kurz in aller Kürze, das lässt sich jetzt nicht so tief behandeln, aber weil euch das vielleicht auch interessiert, wie so unsere Meinung zur RAF ist, das wird man natürlich dann schnell gefragt, wenn jetzt halt das Thema aufkommt. Und ja, wir haben halt ein sehr, sehr kritisches Verhältnis natürlich zur ursprünglichen Rote Armee-Fraktion, weil also einmal geht es ja auch gar nicht mehr um die RAF im Prinzip, so weil das ja eine Sache ist, die halt von gestern ist, die Leute, wie gesagt, gar nicht mehr da aktiv entsprechend tätig sind. Aber auch zu der historischen Roten Armee-Fraktion haben wir eine kritische Position, weil sie eben ähnlich, natürlich in ganz anderem Ausmaß, aber was wir gerade schon kritisiert haben, von der Masse losgelöste Anschläge gemacht haben, die ja letztendlich zu einer massiven Kriminalisierung geführt haben und auch die Linke in eine Defensive, am Ende des Tages auch in eine gesellschaftliche Defensive geführt haben, wo halt das, was sie hervorbringen wollten, dass der bürgerliche Staat seine faschistische Fratze zeigt, um dann halt besser gegen ihn agitieren zu können, halt ein bisschen nach hinten losgegangen ist, weil dann die Leute gesagt haben, ja, aber ist doch gut, wenn er so hart gegen die vorgeht und wir sind für diese Maßnahmen gegen diese Terroristen, weil die Leute eben Terror machen. Weil die Leute eben Terror machen und das hat nicht dazu geführt, dass die Massen gesagt haben, aha, hier ist also dann doch dieser faschistische Staat noch, jetzt müssen wir uns gegen ihn organisieren. Also ja, das ist schon gewaltig nach hinten losgegangen. Und natürlich distanzieren wir uns hier von jeglicher bewaffneter Gewalt und Terrorismus. Sowieso. Das sowieso. Ja, haben wir wirklich fantastische Neuigkeiten, die wir heute besprechen können. Super. Damit noch zusammenhängend ist nämlich auch, dass es eine Solidaritätsdemonstration gab in Kreuzberg, an der 800 Leute teilgenommen haben. Da gucken wir auch noch mal rein, wie das so ausgesehen hat. Mehrere hundert Demonstrierende haben am Samstag in Berlin die Freilassung von Daniela Klette gefordert. Das ehemalige Mitglied der RAF war nach Jahrzehnten auf der Flucht vor knapp zwei Wochen im Berliner Stadtteil Kreuzberg festgenommen worden. Auch an Klettes letzten Wohnort zog der Demonstrationszug vorbei. Zu dem Protest war unter dem Motto "Stoppt den Staatsterrorismus, Solidarität mit den Untergetauchten und Gefangenen" aufgerufen worden. Die Polizei begleitete die Demonstration mit einem Großaufgebot und berichtete von gezündeter Pyrotechnik. Berichte über Ausschreitungen lagen nicht vor. Daniela Klette, Mitglied der sogenannten dritten Generation der RAF, war... Ja, ich glaube, jetzt labern die nur noch mal das, was wir eh alle schon wissen. Fand ich noch mal ganz interessant, dass es so eine Solidaritätsdemonstration gab. Da gab es dann auch einige Leute auf Twitter, die hier so... Anfang einer großen Öffentlichkeitsoffensive propagieren, um da gegenzusteuern, gegen die Medienhetze und so weiter. Ich glaube da nicht daran, dass das in irgendeiner Form möglich ist. Also auch ganz klar will ich halt nicht, dass die jetzt halt irgendwie Repressionen erfahren oder sonst irgendwas. Das ist ja eine Selbstverständlichkeit. Aber, und ich finde es auch nicht falsch, halt so eine Demonstration in dem Sinne oder sowas zu machen. Aber trotzdem muss man sich halt schon angucken, in was für einer defensiven Position man da ist und da jetzt nicht irgendwie davon erfahren, dass man jetzt irgendwie die öffentliche Meinung... Das kommuniziert ja auch nichts. So, diese Meinung Demo, da irgendwie beeinflussen kann groß. Also von dem und den anderen Berichten, die ich dazu gesehen habe, das kommuniziert ja auch nichts, diese Demo. Ja. Also die Leute sehen dann einfach nur, die sich jetzt, sagen wir mal, einfach historisch mit dem Thema wahrscheinlich auseinandergesetzt haben, weil sie selber irgendwie ein bisschen was von sich oder von den Eltern her mitbekommen haben, jetzt eben diese ganze Fahndung mitbekommen haben. Und dann sehen sie einfach nur schwarz vermummte Leute in Berlin, die mit Freiheit für Klette Plakate da rumlaufen und irgendeinem Transpi mit Freiheit und Glück für die Gefangenen und gegen den Staatsterrorismus. Das ist ja keine Gegenöffentlichkeit, das ist ja kein
Konternarrativ, was irgendwie für die Leute was hergibt, wo man dann sagen kann, ja, klar, vielleicht schätze ich jetzt auch, dass wie der Staat da handelt, kritisch ein, oder vielleicht erkenne ich ein bisschen, was da wirklich hintergeht, oder setze mich jetzt intensiver damit aus, was eigentlich für eine historische Situation die Stadtguerillas produziert hat. Das ist ja eine ganz andere Sache. Deswegen und dementsprechend schon alleine mit dem, dass diese Demo wahrscheinlich primär jetzt einfach staatlichen Stellen auch dazu dienen wird, irgendwie sich mal einen Überblick über das, was es jetzt für eine Solidaritätsszene gibt, zu verschaffen, glaube ich, also würde ich sogar ein bisschen härter mit dir reingehen und sagen, weiß ich jetzt auch nicht, was jetzt die großen Vorteile davon sind, außer dass es passiert. Nee, ist halt ein inneres Zeichen. Also, ja, ne, also ich finde schon, dass, ich meine, es ist halt ein, das muss man halt trotzdem sagen, es ist halt ein großer staatlicher, also die Repression gegen Links hat schon massiv zugenommen in den letzten Monaten und den letzten ein, zwei Jahren. Und dass es dann halt auch einfach so symbolhafte Aktionen gibt, finde ich da halt nicht falsch, dass man nicht einfach diese ganzen Sachen komplett so laufen lässt. Man darf halt nur, das ist halt das Einzige, worauf ich eingehen wollte, dass halt Leute dann auf jetzt Twitter oder also auch Linke, von denen ich es jetzt nicht unbedingt gedacht hätte, jetzt halt irgendwie denken, man könnte da halt jetzt irgendwie eine linke öffentliche Gegenoffensive mit einläuten, und das ist halt lächerlich. Aber für so ein inneres Zeichen. Ich finde, da müsste es einfach, also ich sehe ehrlich gesagt das jetzt nicht so stark, sondern sehe, dass es da ganz andere Sachen geben muss, wo man eben eine Gegenöffentlichkeit schafft, ja, und klar, wo man auch ein Konternarrativ und eine kritische Einordnung zu den Sachen schafft. Da ist die Kraft eigentlich für andere Sachen sinnvoller eingesetzt. Und zum anderen, wo man, glaube ich, sehen kann, wo es anders gelaufen ist, wo es auch einfach Sinn macht, ist mit der ganzen Lina-Geschichte gewesen. Mhm. Einmal, weil die Leute sich selber da drin viel mehr wiedergefunden haben, weil es viel mehr ihre Realität widerspiegelt. Das sieht man ja auch an den Massen der Leute, die jetzt dahin gehen und was auch so online dazu verlautbart wurde. Man muss auch einfach dazu sagen, die RAF, genauso wie große Teile der restlichen Stadtguerilla-Bewegung, sind auch einfach innerhalb von dem, was es als Linke in Deutschland gibt, sehr umstritten. Ja, klar. Und das jetzt gar nicht mal nur wegen eben der ganzen Frage von, war das jetzt historisch überhaupt sinnvoll und sind jetzt Terror beziehungsweise bewaffnete militante Aktionen eigentlich das richtige Mittel, sondern natürlich auch wegen der ganzen Vergangenheit und der Diskussion um Antisemitismus, um die Auseinandersetzung von marxistisch-leninistischer Ausrichtung versus libertär-sozialistischer. Und bei der ganzen Lina-Bewegung, das war ja viel mehr an der Realität der Leute dran. Und man hat es auch, glaube ich, viel stärker als das ist jetzt eine von uns wahrgenommen in der Linken, als das, was wir jetzt da sehen. Und da würde ich auch sagen, das war ja jetzt beispielsweise ein Fall, wo ich auch das Gefühl hatte, dass es da wirklich auch relativ stark gelungen ist, bei, das ist ja eigentlich der andere große oder wahrscheinlich sogar noch der größere Repressionsfall jetzt gewesen, von dem, was es für die breite Linke für eine Auswirkung gehabt hat. Da gab es ja wirklich auch, sagen wir mal, relativ erfolgreiches da Aufbauen von der Gegenöffentlichkeit. Ich meine, ist ja auch klar, das eine ist eine aktuelle Praxis, das andere ist eine Praxis, die halt jahrzehntelang zurückliegt und dann einfach so plötzlich wieder aufploppt und die halt vollkommen, wo ein riesiger Gap, zeitlicher Gap zwischenliegt und ein riesiger Abgrund von Erfahrung und Reflexion in einer anderen, ganz anderen Zeit kommt. Ja, wann war die offizielle Auflösung darauf? 96, glaube ich. Irgendwie so rum. Mhm. Ja. Kann man ja auch schon mal sagen, auch eigentlich ein spannendes Thema, das man mal intensiver behandeln müsste. Haben wir Verbindungsprobleme? Also, ach so, habt ihr auch? Wir haben keine, bei uns wird nichts angezeigt, könnt ihr mal reinschreiben. Genau. Okay, dann liegt es an dir. So, ein Thema, womit man sich auch noch als letztes intensiver beschäftigen sollte, wo man auch eine Gegenöffentlichkeit herstellen kann und wo die Chancen deutlich besser dastehen als bei diesem Thema, ist der Anzeigenhauptmeister. Was für eine Einleitung. Ja, auf jeden Fall. Was soll man dazu sagen? Ne? Das ist ein Thema, das beschäftigt gerade ganz die Massen, Deutschland. Die alle. Ne? Also nach dem nach Familie Ritter, dem Penny auf der Reeperbahn, haben wir jetzt den Anzeigenhauptmeister. Das muss man auch mal sagen. Ne? Spiegel TV lücken immer wieder die ganz großen Griffe im Journalismus. Auf jeden Fall, aber wir haben hier einen kleinen Beitrag
von 5 Minuten von ZDF heute Nachrichten. Da wollen wir mal gucken, was dann der seriöse Journalismus zum Anzeigenhauptmeister so aufs Papier bringt. Wenn man es nicht besser wüsste, könnte man denken, Niklas Mattei sei ein ganz normaler Radfahrer. 18 Jahre alt und in seiner Freizeit in der Stadt unterwegs. Aber spätestens bei diesem Griff zur Kamera ist klar, Niklas ist nicht zum Spaß unterwegs. Niklas hat eine Mission. Ich fahre durch ganz Deutschland, suche Falschparker und zeige dir beim Ordnungsamt an. Ja, das fasst es ja eigentlich auch zusammen. Ja. Ja, genau. Das ist. Ich habe tatsächlich auch das Gefühl, dass das Narrativ um ihn sich jetzt auch so um die Frage dreht, ist er Staatsfeind oder nicht? Und ich finde es auch wirklich spannend, was da für politische Bündnisse eigentlich auch inhaltlich geschlossen werden. Also ich weiß nicht, wie stark du die Diskussion auch in den Kommentaren und so darum verfolgt hast. Ist ja ganz witzig, weil auf der einen Seite gibt es natürlich viele Linke, die dann eben das so als deutsches Spießertum, Konservatismus, Staatstreue par excellence darstellen und gleichzeitig dann auch viele Rechte, die sich natürlich darüber aufregen, dass es einfach gegen Autofahrer ist und scheiße und sagen wir mal, es teilweise sehr üble Gewaltandrohungen gibt, falls man auf diese Person treffen wird und das dann auch mit Klimaklebertum und letzte Generation in einen Topf geworfen wird und es gleichzeitig dann natürlich aber auch so deutsche Staatstreue Konservative gibt, die ihn dann verteidigen und die sagen, es ist ja eigentlich einfach nur gut, dass es wenigstens noch einen gibt, einen Jugendlichen, der hier mal Recht und Ordnung hochhält und dann aber auch wieder linke Autofeinde und vor allem so radikale Radfahrer, die dann sagen, die Autofahrer verhalten sich immer so scheiße in unseren Städten und es ist gut, dass jemand mal loszieht und im Endeffekt so ein Mann-Kreuzzug gegen deutsche Rowdy-Autofahrer hier durchführt. Das finde ich, ist wahrscheinlich so der Kulturkampf 2024 jetzt. Aber es ist auch geil, weil das halt, er neigt halt so perfekt dazu, als so eine Projektionsfigur für die ganzen, oder nicht die ganzen, aber viele Auseinandersetzungen unserer Zeit, die sich so in ihm vereinen. Ich meine, er ist ja auch so eine, er wirkt ja auch wie so ein leeres Blatt Papier irgendwie. Auf das man halt so alles Mögliche drauf projizieren kann. Ja, Anzeige Hauptmeister neuer Nahostkonflikt. In jedem autonomen Zentrum gibt es dann immer so eine Fraktion für oder gegen den Anzeigenhauptmeister. Jede politische Strömung Deutschlands fragt sich, ist er einer von uns? Okay, wir gucken mal noch ein bisschen rein. Ich weiß nicht, ob wir jetzt alles gucken, aber so ein bisschen noch mehr Eindruck, ne? Parker, zeig dir beim Ordnungsamt an. Also streift er wachen Auges durch die Städte und wann immer er auf einen regelverletzenden Autofahrer oder wenigstens dessen Auto trifft. Das muss man ja auch mal sagen, das fand ich so krass. Das war ja, glaube ich, von Spiegel auch die Originaldoku über ihn gewesen, dieser Originalbeitrag, wo er da dieses eine Auto angezeigt hat mit seinem Zollstock, das dann nachgemessen hat, sein Maßband, obwohl das eigentlich in den vorgezeichneten Kästen stand, aber diese vorgezeichneten Kästen, die Stadt gemacht hat, nicht regelkonform zu dem Schild waren, wie es eigentlich sein sollte, wo er das dann gezeigt hat, ja, ist blöd, haben die wohl falsch gemacht, aber das ist trotzdem die dann auch angezeigt hat und ja, das ist schon das war echt krass. Also ich glaube jetzt allein deswegen, wenn man das jetzt so sieht, ist die Unterstützungsbewegung für den Anzeigenhauptmeister doch wahrscheinlich eher im Hintertreffen, weil selbst die Leute, die es halt mit Recht und Gesetz halt halten, sagen dann doch, okay, mein Lieber, vielleicht bist du da ein bisschen über dem Ziel hinausgeschossen, wenn du da jetzt halt wegen irgendwie ein paar Zentimetern halt irgendwelche Leute halt verpfeifst bei den Bullen oder so. Ist ja auch wirklich so. Ich glaube, wenn man beispielsweise jetzt bei der Polizei ist und dann wegen irgendwelchen Konflikten immer von so einer Person. Genau. Ich denke mal, die quatschen ja untereinander auch so und die wissen dann schon, okay, der Anzeigenhauptmeister, der ist jetzt unterwegs so.
wenn der dann anruft. Und das ist natürlich auch die Frage, ob man sich dann damit gemein machen möchte, weil man möchte ja eigentlich als Polizei auch irgendwie so ein bisschen Bürgernähe und populär sein, wenn dann im Endeffekt so eine Person die Institution dafür nutzt, wirklich so die kleinsten Sachen, die man dann einfach durchgehen lässt, dann zu verfolgen oder dann bei Streitigkeiten gerufen wird und man den dann verteidigen muss. Schwierig. So. Es gibt ja jetzt auch nicht nur den Anzeigenhauptmeister in Deutschland, der jetzt Vergleichbares tut. Also vielleicht in diesem Sinne ist es jetzt nicht so krass, aber also wird es jetzt nicht so viele Leute geben, aber es gibt ja schon einige Leute, die halt... Ich hatte das schon mal, ne? Ja, aber deswegen, es gibt es ja. Das, und das meine ich ja. Halt, dass halt auch, glaube ich, die Bullen nur bedingt Bock darauf haben. So, weil dann halt ständig solche Leute denen halt auf die Nüsse gehen und sagen, hier, Arbeit, Arbeit, Arbeit. Es gibt halt echt diesen Typus, so von diesem mittelalten Mann, der, ich hatte das mal selber, als ich falsch geparkt hatte, so, als ich bei meiner Oma zu Besuch gewesen war, der dann mit seinem Kombi angekommen ist, gesehen hatte, dass ich falsch geparkt hatte bei ihr, so, und ich glaube auch irgendwie Bürgersteig, hey, ne, bitte jetzt nicht mich hier verurteilen, so ein bisschen zugepackt hatte und dann... dann so hat er kein Kinderwagen durchgepasst, oder? Doch, da hat ein Kind... Ja, auf jeden Fall, klar, safe, drei, Kinderwagen, genau, drei Rollstühle nebeneinander haben da durchgepasst. Und der dann wirklich kein Scheiß das Auto so beobachtet hat. Ich stand halt so mit meiner Oma so auf dem Balkon so und hat dann auch so runtergerufen, was er irgendwie da macht. Da ist er so in sein Kombi gelaufen, hat so eine... wirklich eine Digitalkamera, nicht sein Handy, sondern so eine Digitalkamera rausgeholt, sich so dahingestellt, so klick, so, vors Auto mit den Nummernschildern da auch nochmal und uns dann oben einer abfotografiert, ist dann in sein Kombi wieder gegangen und weggefahren. Also diese Leute, so, die gibt's halt wirklich. Ja, und das ist ja jetzt auch wirklich recht witzig, was es denn jetzt alles so für Memes gibt, so Anzeigenhauptmeister ist bei ACAB mitgemeint und bla bla bla. Ist auf jeden Fall eine sehr, ich glaube jetzt auch dann sowas, so Leute wie Finch Asozial oder so, der hat auch schon so einen Track dann rausgebracht zum Anzeigenhauptmeister. Es ist halt so witzig, wie sowas dann halt der dann... Das ist auch echt die Dorfrocker des Deutschraps, ne? Ja, das ist schon witzig, was das dann so für so eine Kulturwelle jetzt losgelöst hat. Ja, ich glaube, das war auch unsere letzte Meldung gewesen, ne? Ja, ich... finde es auf jeden Fall, wie wir am Anfang schon gesagt haben, krass, was gerade eben abläuft. Und einmal das halt, wie man ja auch an dem Haiti-Thema dann gesehen hat, dass es so viel Krams gibt, gerade mit den internationalen Krisen, was einfach hinten runterfällt. So, das haben wir auch schon, als wir über den Sudan gesprochen hatten. Aber auch, was gerade eben national bei uns in Deutschland abgeht, da kommen ja wirklich neue Konflikte immer wieder jetzt dazu. So, alleine, was wir jetzt mit der ganzen RAF-Verfolgungswelle hatten, aber auch was mit Tesla schon angesprochen wurde, so natürlich auch mit dem Anzeigenhauptmeister. Ja, das sind wirklich alles andere als langweilige Zeiten gerade, aber umso schlimmer dann eben immer wieder drauf zu schauen und zu sehen, dass halt so wenig vernünftige Antworten es dann auch gerade gibt. So. Deswegen wäre jetzt vielleicht ein schöner Zeitpunkt, dass wir noch mal über ein paar positive Nachrichten aus der Linie sprechen können. Auf jeden Fall. wir haben nämlich ja wie immer am Ende so einen kleinen Überblick über positive und schöne Entwicklungen aus der anarchistischen Bewegung. Und da haben wir dies vielleicht ein bisschen weniger als sonst, weil einfach wir so viele andere Themen heute hatten, die auch ein bisschen langwieriger waren. Aber der 8. März liegt ja hinter uns. Und dort gab es natürlich in unterschiedlichen Städten sehr viele stabile Beteiligungen und Aktionen und Geschichten aus der anarchistischen Bewegung und auch der radikalen Linken generell. Auch bei uns in Dortmund habt ihr ja vielleicht teilweise mitbekommen, dass wir hier eine echt recht schöne Demonstration für sonstige Verhältnisse aus unserer Sicht jetzt hatten und dass wir auch ein cooles Streikcafé und alles hatten. Und ich möchte aber Dresden nochmal hervorheben, weil in Dresden, das hatte ich ja auch schon erwähnt in der Überblickfolge davor, gab es einen Aufruf für einen SchülerInnenstreik von der Schwarzen Rose, die Jugendgewerkschaft von der FO Dresden. Und dort gibt es einen kleinen in den Kommentaren sehr umstrittenen Medienbericht von Sachsen Fernsehen drüber. Die
Nein, rote Rosen wollen Sie sicherlich nicht haben. In Dresden bestreikten etwa 200 junge Menschen am Frauentag den Schulunterricht. Sie kritisieren unter anderem fehlende Menstruationsprodukte auf Toiletten und demonstrieren gegen Sexismus und Autorität in den Bildungseinrichtungen. Die Demonstranten zogen vor Schulen, wo sich spontan einige Schülerinnen und Schüler anschlossen. Die Lehrkräfte hatten alle Hände voll zu tun, den Rest der Kinder vom Schulstreik abzuhalten. Ja, genau. Fand ich einfach auch schöne Bilder. Eben eine ganz tolle Sache, dass man da im Schulbetrieb ganz konkret halt von SchülerInnen für SchülerInnen halt auch rumzieht. Die Demonstration probiert halt dann noch weitere SchülerInnen zu mobilisieren, an der Demonstration teilzunehmen und aus der Schule rauszugehen. Das kenne ich auch von damals, von Anfangszeit von meiner Politisierung, da gab es auch so eine große SchülerInnen-Streikbewegung, da ging es jetzt nicht um 8. März oder so, aber das war noch natürlich viel größer, aber das hat mich so ein bisschen daran erinnert. Und ja, ich meine, ihr könnt es euch denken in den Kommentaren, wenn es jetzt irgendwie um, ja, ist natürlich sehr umstritten gerade, das ist ja auch so ein beliebtes Thema eigentlich seit Fridays for Future von der Rechten, dass man das sehr stark kritisiert, so nach dem Motto mit dem Schulstreik. Das lädt natürlich dann auch immer zu diesem Gegending ein von, irgendwie wärt ihr mal lieber in der Schule geblieben, dann wüsstet ihr auch, meine Meinung zu dem Thema anzunehmen, weil ich habe die Weisheit natürlich mit Löffeln gefressen. Absolut. Und was ich aber wirklich auch nochmal schön daran finde, ist, dass natürlich hat das noch diverse andere Forderungen und nicht nur das, was jetzt da mit den Menstruationsprodukten erwähnt wird, aber dass auch diese Forderungen aufgegriffen werden, die ja einfach eine ganz konkrete Thematik in der Schule selber sind. Das betont dann, daran sieht man ja auch, dass es ein gewerkschaftlicher Kampf ist und nicht einfach irgendwie einfach nur gegen Sexismus hier und da, sondern halt auch konkrete materielle Dinge, die man probiert zu erkämpfen. Schöne Sache. Dann eine wichtige Sache aus Cottbus. Und zwar ist in Cottbus eine neue FAU-Basisgruppe im Entstehen. Also zwei ostdeutsche Nachrichten hier heute. Möchte ich einfach hervorheben, 28.03. ab 18.30 Uhr, wenn ihr aus Cottbus kommt, schließt euch an. Cottbus ist wirklich kein einfaches Pflaster für die Linke generell. Und super schön, dass dort jetzt was anläuft, was geht und super Sache. Weiter einfach schön zu sehen, wie der Aufbau der FAU im Osten vorangeht. Und als letztes noch eine eher ungewöhnlich, weil wir ja meistens eher dann über lokale Angelegenheiten sprechen, aber das hat mich dann doch sehr gefreut. In Riga, in Lettland gibt es dieses Jahr die erste anarchistische Buchmesse vom 24. bis 26. Mai und zwar so aus dem Anarchosyndikalismus heraus. Ich weiß nicht, wenn ihr sehr reisefreudig seid, ist das ja auch vielleicht was für euch spannend sein könnte. Für die meisten ist das wahrscheinlich eher nicht möglich oder denkbar. Aber das wollte ich einfach mal erwähnen, weil ich finde es immer schön, wenn aus so Ländern, wo man sehr wenig jetzt bisher gehört hat aus der anarchistischen Bewegung, wenn da dann halt sowas Stabiles kommt. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, das zu unterstützen oder vorbeizugehen, sicherlich eine echt coole Sache. Kann ich auch generell nur empfehlen, weil das ist auch was ich sehr schade fand, als ich damals 2022 war es, glaube ich, als ich nach Estland, nach Tallinn gereist bin, dass es da so unfassbar wenig eben auch an anarchistischen Lokalitäten gibt oder einfach die Möglichkeit, mit Leuten in Kontakt zu kommen. Bis auf einzelne Sachen, witzigerweise habe ich dann einfach im Café zufällig eine Genossin kennengelernt, die einen Sticker von der anarchistischen Gruppe Dortmund auf dem Laptop hatte, den ich damals mitdesignt hatte, was ich sehr witzig fand. Aber darüber hinaus recht wenig und generell auch für die Leute, die jetzt da ins Baltikum reisen, kann ich auch so einfach nur empfehlen, lohnt sich generell. Und wenn man das noch mit einer Anarchist Book Fair, mit einer anarchistischen Buchmesse verbinden kann, was hält euch noch davon ab? Noch eine sehr schöne neue Katzenanimation, finde ich, habe ich es noch nie gesehen. Das ist ganz cool. Soll das so auf dem, sieht fast wie auf einem Kirchendach aus. Passt ja auch ganz gut dazu, da das die atheistischste Region mit der Welt ist. So, wir switchen noch mal einmal um. Da sind wir wieder im Studio. Genau. Ja. In dem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen. War eine ganze Menge. Und wir hören uns und sehen uns auch. Erstmal.
Auf jeden Fall wieder nächsten Mittwoch, nämlich zum Livestream. Ja, da kündigen wir dann noch an, was es gibt. Ja, genau. Das kommt dann noch. Zeit brauchen wir. Euch einen wundervollen Start in die Woche. Macht es gut und ja, behaltet den Überblick, Leute. Stark. Erstmal die Abschlussworte. Glück auf. Glück auf.